Dankeschön. Vielen Dank. Sehr lieb. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer im In- und Ausland. Herzlich guten Abend. Sie sehen mich ganz in Schwarz. Ich trage nicht meinen Humor zu Grabe. Es ist heute ein Anlass, als ich sage, Kinder, lasst mich schwarz anziehen. Nicht aus Trauer, sondern aus festlicher Stimmung. Man kann ja schwarz tragen, um öffentlich Feierlichkeit zu demonstrieren oder Repräsentation. Denken Sie, Richter, Rechtsanwälte oder das kommt einer im Frack, im Smoking, das ist alles öffentlich. Man kann auch schwarz den Begriff nehmen, dann ist das alles heimlich. Schwarz fahren, schwarz sehen, schwarz arbeiten. Wir wollen es also heute unheimlich halten. Feierlich, nur die ersten 3 Minuten und unheimlich. Die Zeit vergeht. Warum ich also mich so ganz feierlich heute angezogen habe. Heute, nicht heute, aber in diesen Tagen, vor 30 Jahren, Sie haben recht gehört, habe ich Wer gegen wen die erste große Quizveranstaltung gemacht. Die ersten 30 Jahre. Ja. Ja. Sie haben leicht klatschen, die meisten von Ihnen haben das damals ja gar nicht gesehen, da waren Sie ja noch nicht geboren. Es sind ja auch nur die ersten 30 Jahre die schlimmsten. Aber das Wort Nachwuchs möchte ich jetzt nicht mehr lesen in den Zeitungen. Nicht mehr Newcomer, Oldgoer müsste man das schon bald sagen. Da muss ich das mal klar machen, als ich anfing, da war ich so alt wie Thomas Gottschalk jetzt, vielleicht schaut er zu. Und jetzt gibt es schon Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik, die meine Söhne sein könnten. Also ist schon eine ganze Ecke. Das habe ich mir alles überlegt. Man denkt ja nach 30 Jahren manchmal über das nach, was man gemacht hat, nicht? Das kann ja auch nicht schaden, wenn man alle 30 Jahre einmal nachdenkt. Selbst als Unterhalter kann das nicht schaden. Und da fuhr ich her, war ich eigentlich so ganz glücklich und zufrieden. Habe gesagt, jetzt kommst du da hin und die schöne Halle und in den Hof. Kein Kompliment, sind ja wirklich alle sehr nett. Wir waren ja auch nicht so oft hier wie in anderen Städten, das wird man immer noch freundlicher empfangen. Und das ist... Und dann kam ich hier an, stieg aus, ich bin zur Halle gegangen, weil da stand ein Pförtner und hat gesagt, gehören Sie auch zum Rundfunk? Das hat er ja sofort gefühlt, dass ich irgendwas entfernt mit Fernsehen zu tun haben musste. Also Rundfunk hatte mir schon zugebilligt. Sehen Sie, sowas ist heilsam, nicht? Sowas ist gut, glauben Sie mir, ich habe mich richtig gefreut. Nach dem ersten Schock habe ich mich gefreut. Nicht? Man denkt, man strahlt so weit aus und so prominent und das Publikum, man strahlt weit aus, aber man streut auch. Und an dem habe ich immer vorbeigestrahlt, nicht wahr? An dem habe ich immer alles vorbeigestreut.